Am letzten Novembersonntag des Jahres lud der Berliner Schwimmverband zum 10-Länder-Vergleich in die Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee. Dieses hochklassige Duell der deutschen Nachwuchsschwimmer lockte auch deutsche Sportprominenz nach Berlin. Hier ist heute 10-Länder-Kampf im Schwimmen und ich bin begeisterter Papa sozusagen. Versuche meine Tochter hier ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen anzufeuern und einfach die Atmosphäre hier in der Schwimmhalle ist sensationell. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Viel Spaß hatten auch die jungen Athletinnen und Athleten, für die es etwas Besonderes war, sich mit der Konkurrenz aus den teilnehmenden Bundesländern zu messen. Das Besondere an dem Wettkampf ist, dass man hier sich mit anderen aus Deutschland messen kann, um zu gucken, wie gut man ist. Es sind sowas sozusagen wie die deutschen Meisterschaften. In dieser kleinen deutschen Meisterschaft traten die Länderteams in 17 Wettkämpfen gegeneinander an. In 15 Einzel- und 2 Staffelwettbewerben sammelten die kleinen Wasserratten Punkte für ihr Bundesland. Am besten taten dies die Vertreter aus Sachsen-Anhalt, die vor Titelverteidiger Berlin und Nordrhein-Westfalen den Sieg davontrugen. Das war ein Zylinderkampf. Das ist für unser Bundesland was Besonderes. Und ja, ich war mit mir selbst relativ zufrieden. Zufrieden konnten nicht nur die Sieger sein, sondern auch die Veranstalter. Es war ein gelungenes Event, bei dem hochklassiges Niveau gezeigt wurde und sogar deutsche Altersrekorde fielen.